Hi, Freunde. Ich dachte mir, hey, nimmst du jetzt einfach mal cool auf? Und deshalb bin ich jetzt gerade einfach hier bei Entier. Und ich werde es wie immer so machen, dass ich mir die Dieträtsen kaufe. Ich glaube, das sollte auch für eine lange Zeit reichen, weil man bekommt sowieso auf sehr viele Weise einige kostenlose. Boah, wie viel alle? 10.000, heilige Scheiße. Also wir könnten nicht so viel an ihm verkaufen. Warum auch immer das in meinem Inventar war. Es gibt bessere Diademe. Aber eigentlich interessieren mich nur die Ketten und die Ringe, weil Diademe trage ich ja lieber meinen sexy Helm. Deshalb, ja, meine zwei Varianten, die ich richtig nice finde. Ich wollte keine Schuppe verschwenden, um die nochmal zu verbessern. Aber, das ist gut. So, wo ist man mein Smaragd-Ding eben hin? Ich verstehe nicht, welchen Nutzen Humanity und das andere hat. Kann man die nicht wie normale Steine verwenden? Weil das andere ist ja Azura's Stern, dieses Firekeeper Soul. Das habe ich nicht so ganz verstanden in der Mod. Hier ist er. Sieht ja aus wie Azura's Stern. Das ist die weiße Variante, ich schätze mal ja. Wo fängt man da nochmal die Quest an? Ah ja, an Azura's Schrein, ne? Ne, mir hat auch jemand geschrieben, finde ich sehr nett. Ich weiß, das ist jetzt immer etwas verzögert, weil diese Aufnahme ist am 15.05.2016. Und das mit Ilinaltas Tiefe, vielen Dank an dieser Stelle, ne? Dass ihr geschrieben habt, dass es von einer Detra-Quest war. Ich bin ja auch irgendwie davon ausgegangen, dass es eine Detra-Quest war. Die Person meint ja Azura's Stern, ne? Aber ich glaube doch Azura's Stern. Oder habe ich den Kommentar nicht mal richtig im Kopf? Oh, warte, ich schau mal schnell nach. Ich weiß, das ist mies. Mitten im LP. Zuerst mal den Kommentar mit magisch bewerten. Und jetzt geh verdammt nochmal da drauf. So. Ist die Detra-Quest um Azura's Stern? Ja, genau. Habe ich noch richtig in Erinnerung. Nochmal danke dafür. In letzter Zeit haben sich ja die Kommentare angehäuft. Finde ich ziemlich nett. Ich finde das Geilste ist ja, wenn man Let's Player ein paar Leute immer dabei hat, die aktiv kommentieren. Das ist immer sehr, sehr nett und freut einen natürlich auch. Gut, das zu wissen. Boah, ich finde, das sieht aber so schön aus. Ich mag ja allgemein so ein abstrakteres Blau, so ein verblassenes Blau. Zum Beispiel auch Kristallblau und so. Ich habe ja auch so leicht weiß-blaue Augen. Ein bisschen komisch, also wie bei Wölfen so gesehen. Nee, das war bei Huskies. Ja, bei Wölfen glaube ich auch. Ist ja auch egal. Trollfett brauche ich eins. Ich kann ja echt nicht viel verkaufen, fällt mir gerade auf. Ja, bevor ich euch, besser gesagt, zu Tode langweile, habe ich gedacht, ich fange in dieser Episode und setze das in der nächsten Episode und den darauffolgenden natürlich auch noch fort, indem ich jetzt meine Drachenpriestermasken einsammle. Das müssten ja 5 oder 6 Dungeons sein. Skulduffen kann ich nicht dazu zählen, weil das mit der Mainquest ist und die Mainquest mache ich irgendwann ja nicht wirklich gern Ende. Na doch, wenn man in Skulduffen betritt, heißt es schon, dass man kurz danach das Ende antritt, weil da kann man zwischenzeitlich nicht weg. Irgendwas? Ah, der Übergang sah gerade so komisch aus. Ich finde es aber schön, ich weiß nicht, ob das exklusiv bei manchen Rüstungen ist oder ob das bei allen so war, ich kann mich nicht so genau erinnern, dass die Rüstung ein bisschen von Schnee bedeckt wird. Das sieht man ja so normalerweise in, glänzt ja in Gebäude drin. Habe ich links? Ich habe links meinen anderen. Okay, interessant. So. Ich muss jetzt gucken, eine Stelle ist an einer Drachenspitze, ich glaube sogar die Schulspitze. Da müsste Ragot sein, der Drachenpriester. Und ein Schrei befindet sich natürlich da auch. An jedem Drachenhort befindet sich eins. Also diese Drachenköpfe, die ihr auf der Map seht, da sind ja immer diese Schreiwände. Auch die werde ich irgendwann mal alle sammeln. Ich, ja, wobei die meisten sind in diesen Dungeons mit dieser, ne, diesem Dungeon-Symbol nenne ich das ja so gerne. Ich glaube, das ist auch bekanntlich, weil diese Symbole haben ja so einen Namen. Ist wohl bekannt als Dungeon-Symbol, also das hier, sowas wie Kornvanier und Silberstromhöhle. Valtume, Labyrinthion, hier Frosthauch, Krypta, Ustengraf, Angerwunde und sowas. Hier Labyrinthion. Labyrinthion haben wir nicht abgeschlossen, weil man hat das, glaube ich, nie abgeschlossen oder indem man erst die Nebenteile gemacht hat. Es gibt nämlich noch irgendwo hier ein Labyrinth selbst. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Das hat ein Magier erforscht. Das sieht ziemlich stark nach einem Frostdrachen. Es müsste ein Frostdrache sein, ne? Alte Drachen begegnen man erst etwas später auf einem Level. Ich bin ja 39. Soll ich mir irgendwas draufknallen, ist die Frage. Kann ich die Steinhaut wirken?
165, ich glaube nicht, oder? Doch, tatsächlich. Ich könnte mir die Steinhaut. Die bringt mir aber nicht viel, weil ich halt. Na egal. Dranschubschild der Erdung. Ich hoffe, das ist intelligent. Okay, scheint ein Frostdrache auf jeden Fall zu sein. Nein, ein normaler Drache. Ich schätze mal... Ja, ich habe gespeichert, deswegen... Er macht wenig Damage auf jeden Fall. Oh, der ist richtig leicht. Ich meine... Ihr könnt ihr hier selber sehen, ich habe es permanent auf Legendär. Ich habe es auch nie runtergestellt oder sonst was. Die sind halt einfach echt relativ leicht. Ich darf jetzt echt nicht so viele einsammeln. So, aber der Drachenpriester, vor allem auf Legendär, wird eine ziemlich harte Nummer. Ich warte, bis mein Mana mehr regeneriert ist. Ich heile mich. Genau, auf der 3 ist das. Und nochmal ein Quick Save. Der wird aber hart. Moses ist tatsächlich ziemlich stark. Vor allem, wenn er seine Feuerbälle auf mir rumschießt. Deswegen immer wieder zurückstoßen, so wie ich es jetzt mache. Oder mit dem Schild geht's auch. Ich weiß jetzt nicht genau, was weniger Stamina verbraucht. Ja, da seht ihr es schon. Der donnert auf mich drauf. Und das richtet nicht gerade wenig Damage an. Stufe. Ich habe in Stamina letztens gedacht, ne? Oh Gott, ich häng fest. Na, da kannst du nichts machen, Junge. Nix Feuerball, Junge. Man bekommt halt permanent was abgezogen. Ich glaube, das ist der Frost-Damage oder so. Boah. Ich bin halt echt nicht so gut von der Aufrüstung her. Das ist so mies, er haut... Oh nein, wie ich sowas hasse. Ich glaube, ich werde dran scheitern auf jeden Fall. Ich hasse einfach Gegner... Ja, ich hasse halt regulär Gegner, die sich ständig wegbewegen. Ich hasse Magier einfach wie die Pest. Ich hasse Magier einfach wie die Pest. Das kann ich nicht anders betonen. Ich hasse die so sehr. Die machen nichts als Backups. Nichts als Backups. Ich muss eine Waffe in die linke Hand nehmen. Bewege ich mich genauso geringfügig. Es ist doch so kindisch hier. Pferd ist teurer als dein Leben, Alter. Du bist nichts wert, du Artefakt. Wenn mein Pferd jetzt stirbt, gell ich. Ich hasse diese Missgeburt so sehr. Jetzt verreck bitte endlich. Boah. Ich hasse Drachenpriester so sehr. Vor allem den hier. Warum? Ich verstehe es nicht. Was hätten die denn normalerweise? Hätten die dann gar nichts an der Stelle oder hätten die dann einen schwarzen Seelenstein? Weil dann finde ich das richtig scheiße, wenn das mit Firekeeper's Hole, die gar keinen Nutzen scheinbar haben, gesetzt wird. Ich habe mich da jetzt nicht so ganz schlau gelesen in der Mod. Unsichtbarkeit ist richtig gut. Hier gibt es halt einen vollständigen Schrei dafür. So, ich zeig mal, wie viel verbraucht das ist. Es verbraucht sogar richtig viel, glaube ich, Unsichtbarkeit. Ja. Vor allem, ich habe gerade Sif gelesen, statt Stufe. Also, STF habe ich Sif gelesen. Na, ihr wisst ja. Ein Boss, den man nicht so wirklich bekämpfen will in Dark Souls. Zumal der so gesehen
einen retten wollte. So, wie viel Leben hast du nur noch? Ja, sieht man nicht. Ich will den jetzt nicht anschlagen, um das zu sehen. So, habe ich... Ich habe aber nicht die Maske vergessen oder so. Großes war es, okay. Die ist sogar ziemlich gut, finde ich. Vor allem leichte Rüstung, das heißt theoretisch... Warum ist die mit leichter Rüstung mit 61 bestückt und das mit 16, als wäre es eine schwere? Ist das vielleicht eine schwere? Ja, man sieht gerade richtig viel im Dunkeln.